Herr Frey, wann sind Sie ungefähr auf die Idee gekommen, dieses Bürgerhaus zu erneuern? Ich meine, das Schulgebäude ist ja 57 eingeweiht worden und dann sind einige Jahre hier zwei Jahrgänge unterrichtet worden. Nachdem aber sich der Schulverband mit Leibelfing gebildet hat, ist hier der Unterricht dann eingestellt worden. Dann hat sich die Landjugend einen Gassenraum zunutze gemacht und hat dort das Jugendheim eingerichtet. Dann in den 90er Jahren haben dann die restlichen Vereine sich den zweiten Gassenraum aufgehübscht. Und 2014 haben wir dann wirklich mit der Baumaßnahme angefangen. In Abschnitten ist der gesamte Baukörper saniert, erweitert und drauf aufgestockt worden. Herr Ableitner, wie viele Leute ungefähr haben da mitgearbeitet, ehrenamtlich? Ja, sicherlich hat der eine oder andere den Zeitungsbericht schon gelesen, ja, wo wir auf ca. 15.000 Stunden Eigenleistung gekommen sind. Pro Arbeitseinsatz haben wir an Tagen oft 20 bis 35 Leute vor Ort gehabt. Ja, das ist ja Wahnsinn. Altersgruppe von 12 bis 81 Jahren. Wir sind mal bekocht worden von unseren Dorffrauen und die Getränke sind von der Dorfgemeinschaft finanziert worden. Dürfen wir ein bisschen reinschauen? Selbstverständlich. Hauptsächlich wird es hier unten der Aufenthalt genutzt von der Landjugend, aber des einen oder anderen sind auch die etwas älteren Herrschaften dabei und es ist immer recht zünftig. Das habe ich selber schon erlebt, dass da recht zünftig zugeht. Das ist der frühere Werkraum bzw. die Schulküche gewesen. Da sind zwei Junggebliebene, die gerade Kicker spielen. Jetzt befinden wir uns im Hauptgebäude, Erdgeschoss. Hier das Büro der Freiwilligen Feuerwehr, wo sie ihre Vorstandssitzungen und auch kleine Schulungen abhalten können. Dann haben wir hier einen kleinen Saal. In diesem Saal finden zum Beispiel Veranstaltungen von der VHS statt und auch Lammfrauen und so weiter, wie die Rückenschule etc. Und jetzt gehen wir noch in den Bürgersaal hinein. Das ist so unser größter Saal, unser größter Raum. Der wird momentan für Gemeinderatssitzungen genutzt. Ansonsten ist er bestuhlt, auch verfügbar bis zu 160 Personen. Da haben wir noch eine Verteilküche. Sogar der Aufzug ist dabei, barrierefrei, dass keiner ausgeschlossen ist. Zu meiner linken Seite befindet sich ein kleiner Bastelraum. Dieser kann genutzt werden von den Landfrauen, den Igelverein, eigentlich von jedem Verein. In dem Raum hat sich KRK eingerichtet. Krieg- und Reservistenkameradschaft, richtig wohnlich und gemütlich. Hier befindet sich unsere Bautafel, das heißt, wir haben Bausteine an die Bevölkerung verkauft. Gehen wir in unseren Aufenthaltsraum vom Schützenverein. Hier ist erwähnenswert, dass die Einrichtung alles komplett vom Schützenverein getätigt worden ist. Weil wenn wir das Ganze hätten über Firmen laufen lassen müssen, ich glaube, das wäre unbezahlbar geworden. Hier haben wir Umkleidekabine und Schießjacken etc., was man so alles benötigt. Gewehre sind im Tresor. Also wir können auf 8 Stände gleichzeitig schießen. Es wird ja aufregend geschossen. Das ist eine Eigenerfindung von unserem Klaus Veit. Also alles, was man jetzt da drin sieht, ist auch wieder Eigenleistung. Es war zwar kürzlich die offizielle Einweihung des Gebäudes mit viel Prominenz. Wir haben aber schon mit der Gemeinde besprochen und festgelegt, dass sobald es die Pandemie zulässt, wirklich ein größeres Fest für alle, die sich da beteiligt haben und für die gesamte Dorfbevölkerung steigen wird. Heute im Evangelium sagt Jesus zu einem Taubstummen: Öffne dich, Ephata, öffne dich für Gott. Und öffne dich für die Mitmenschen. Und ich wünsche diesem Bürgerhaus, dass die Leute da offen miteinander umgehen, dass sie aufeinander zugehen, dass dieses Öffnen der Herzen und des Mundes für den anderen, dass das hier Wirklichkeit wird. Alles Gute und Gottes Segen für dieses schöne Bürgerhaus.